Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt noch ein erstes Quick-Tipp-Video zum Soundswitch folgen. Und zwar geht es in diesem Quick-Tipp-Video um die korrekte Ausrichtung von Moving Heads auf die Tanzfläche. Viel Spaß dabei. Ja. Dann soll hier jetzt mal ein erstes Quick-Tipp-Video kommen, ein erstes Quick-Tipp-Video zu Soundswitch. Und zwar soll es in diesem Fall darum gehen, Ausrichtung von Moving Heads. Ausrichtung von Moving Heads. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Moving Heads immer richtig ausgerichtet sind? Wir haben normalerweise als mobile DJs ja in der Regel ein Setup. Ich denke, wird es bei euch ähnlich sein wie bei mir. Ich habe meinen DJ-Stand und rechts und links davon habe ich meine Truss oder Stative, wie auch immer, mit den Moving Heads drauf. Also die sind normalerweise rechts und links in irgendeiner Weise von mir angeordnet. Und jetzt habe ich die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Moving Heads die Tanzfläche ausleuchten, aber auch nur die Tanzfläche in der Regel. Also was die auf gar keinen Fall sollen, ist irgendwie nach hinten leuchten und meinen Backstage-Bereich quasi hinter mir ausleuchten. Da sollen sie nicht hingehen, auch sollen sie in der Regel nicht an die Decke zeigen, sondern auf die Tanzfläche und die Tanzfläche ausleuchten. Wie kann ich nun dafür sorgen, dass meine Moving Heads nicht wie wild im Raum umher spinnen, sondern nur die Tanzfläche ausleuchten? Das kriege ich sehr gut hin mit Soundswitch und was ich dafür brauche, sind hier diese Position Cues. Mit denen haben wir ja schon einmal kurz gearbeitet oder etwas länger gearbeitet, als es um das Autoscripting ging in den beiden Videos. Da habe ich die schon erläutert. Und was ich jetzt brauche, dass ich hier Position Cues einrichte und die immer dafür sorgen, dass meine Moving Heads auf die Tanzfläche zeigen. Und dann im zweiten Schritt im Autoscripting oder wenn ich selber skripte, wenn ich selber das erarbeite, mit diesen Position Cues arbeiten, beziehungsweise Soundswitch mitzuteilen im Autoscripting. Diese benutzt du bitte, diese Position Cues und keine anderen. Und dann werden eure Moving Heads immer auf die Tanzfläche zeigen. Ich habe hier schon eine Reihe von welchen eingerichtet, von solchen Position Cues. Ich mache mal ganz von vorne, fange mal an mit einem ganz neuen. Ich klicke hier auf das kleine Pluszeichen und jetzt kann ich hier sagen Create Position Cue. Ich kann nachher auch sagen Create Position Cue Folder. Ich kann die ganzen in Ordnern sortieren, wenn ich jetzt viele habe, damit ich dann nicht durcheinander komme. Das bietet sich dann an. Ich habe eventuell eine Reihe von Position Cues, die ich für eine kleine Tanzfläche eingerichtet habe. Dann habe ich Position Cues für eine größere Tanzfläche, vielleicht sogar für ein Fest, Zelt, etc. oder für ganz besondere Venues, wo der Aufbau etwas anders ist. Dann kann ich mir das vorbereiten entsprechend. Und kommen dann nicht durcheinander mit meinen ganzen Position Cues. Ich mache jetzt also mal einen neuen Position Cue. Und jetzt hat Soundswitch mir hier unten einen angelegt, heißt New Position. Rechte Maustaste hier drauf, dann kann ich den auch umbenennen, sodass ich den wiederfinde. Rename Position Cue. Und ich sage jetzt mal, ich möchte hier einen haben, Tanzfläche Mitte. Tanzfläche, Tanzmitte. So, in der Drehe. Drücke Enter. So, und jetzt muss ich den einrichten. Ich klicke hier mal doppelt drauf, Doppelklick. Ihr seht schon, jetzt geben die innerhalb 8 Stellung meine Moving Heads was getan. Und hier tauchen jetzt auch meine Moving Heads in dieser Liste der Fixtures auf. Hier würde Soundswitch also auch nur die Fixtures auftauchen lassen, die für Position Cues geeignet sind. Das wären außer Moving Heads eventuell auch noch Scanner etc., also auch die positioniertes, bewegtes Licht haben, wo sich was bewegen kann. Und jetzt fange ich mal an. Ich gehe mal her und nehme meinen ersten von den Spot-Scannern hier. Und jetzt haben die alle hier so einen Punkt, den kann ich hier anfassen und mit der Maus bewegen. Und ihr werdet sehen, jetzt bewegt sich mein Moving Head dort in die Richtung, wo ich ihn jetzt hinzeige. Gehe mal dahin. Ja, das sieht aus wie Mitte-Tanzfläche. Es wird nachher noch deutlicher, wenn ich das Licht eingeschaltet habe, wo er genau hinleuchtet. Jetzt nehme ich den zweiten Moving Head hier, den anderen Spot, und fahre den auch mal dahin. Ihr seht, er bewegt sich so, dass er zur Mitte der Tanzfläche dann zeigt. So, und ein bisschen nach unten vielleicht noch. Dann kann ich den anpassen, so dass er dahin zeigt, wo ich es denn auch gerne hätte. Ich kann auch mehrere auf einmal anfassen. Ich mache das mal mit den beiden Wash Moving Heads hier. Fast Shift-Taste gedrückt halten. Ihr seht Umschalt-Taste. Jetzt fahre ich die zusammen an. Und jetzt bewege ich die hier. Und jetzt seht ihr, wohin die zeigen. Und kann die jetzt auch so anpassen. Ich habe den einen auf Reverse gesetzt, sodass er das genau spiegelverkehrte von dem anderen macht.
Und jetzt würden die beiden auch irgendwie so zur Mitte der Tanzfläche zeigen. Und so habe ich diesen Moving Head jetzt hier eingerichtet. Und so kann ich auch alle anderen meine, hier habe ich auch, ich kann hier rüberkommen, ich habe hier meine Position Cues auch noch, so kann ich auch alle meine anderen Position Cues nochmal anpassen. Ich gehe mal hier auf den Disco-Ball, die würden jetzt also da ein bisschen zur Decke die Moving Heads zeigen, oder hier habe ich dann, dass sie zum DJ-Stand zeigen, hier so an der Stelle, dann zeigen sie dorthin. So habe ich die alle eingerichtet. Was ihr hier seht, wenn ich die mal hier so alle so angucke, die Moving Heads, die ich hier so, die Position Cues, die ich hier so eingerichtet habe an dieser Stelle, das bewegt sich alles hier in diesem oberen linken Quadranten. Wenn ihr eure Tanzfläche einrichtet, dann werdet ihr feststellen, dass das quasi eure Tanzfläche ist. Ihr werdet immer in diesem oberen linken Quadranten sein, wenn die Moving Heads auf die Tanzfläche zeigen sollen. Dieser Quadrant wäre quasi die komplette Rückseite. Wenn ihr hier Moving Heads Positionen drin habt, dann würden die alle diese Positionen genau nach hinten zeigen, also auch hinter eurem DJ-Stand, bei mir in dem Fall dann zur Wand hin. Das wäre dann die rechte Seite hier, das würde also zur rechten Seite gehen und das zur linken Seite. Ihr werdet also normalerweise bei so einem Standard-Setup euch immer ziemlich eng hier in diesem Quadranten bewegen. Und jetzt habe ich nehme mal diesen hier jetzt. Ich könnte den jetzt noch justieren, wenn mir das nicht gut genug hinkommt. Dann kann ich den noch mal ein bisschen anpassen hier, wo der jeweils so hin zeigen soll. Und so baue ich mir meine Position Cues zusammen. Sag jetzt Apply. Und jetzt habe ich die alle so eingerichtet. Alle Position Cues gehen jetzt in die Richtung auf die Tanzfläche und keine Moving Head würde mir woanders hin zeigen. Wie nutze ich das Ganze jetzt? Zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum einen das natürlich auch in meinen Auto-Loops benutzen. Ich gehe hier mal auf den Auto-Loop. Ich nehme dafür auch mal gleich mal einen Song, der einfach, den werde ich ohne Musik spielen lassen, nur dass ich einen Song, damit was abläuft, dann spielen kann. Der hat auch noch gar kein Skript hier. So, jetzt nehme ich hier mal mein Auto-Loop. Und jetzt, ich nehme mal diesen hier. Und jetzt kann ich meine Moving Heads auch sogar auch für die Autoloops benutzen und die werden immer zur Tanzfläche hin zeigen. Ich sag mal hier, da soll man anfangen hier mit dem Disco, den soll er, den setzen wir mal hier hin und dann soll er hier mal da eine Zeit lang bleiben. Und dann soll er mal zum DJ-Stand gehen hier und dann einmal Crossover. Und dann zur Tanzflächenmitte. Ich mache das jetzt ziemlich wild. Das ist jetzt keine choreografierte Show, die ich da jetzt hier abfeuer, sondern ich setze einfach mal so ein paar Position Cues, damit ihr seht, was denn passiert. Dann soll er vielleicht nochmal nach hinten rechts hier gehen. Und so kann ich jetzt also selbst meine Auto-Loops damit einrichten, wie sich diese Teile hier bewegen sollen, meine Moving Heads. Und dann nehmen wir nochmal den hier zum guten Schluss. So würde mein Auto-Loop jetzt aussehen. Und wenn ich das Ganze jetzt abfahre hier an der Stelle, dann seht ihr jetzt, wie sich hier meine Moving Heads bewegen im Auto-Loop. Immer wenn ich jetzt also diesen roten Auto-Loop, den ich jetzt angepasst habe, benutzen würde, würden die sich genauso in dieser Art und Weise bewegen. Das ist die eine Möglichkeit, also ich richte meine Auto-Loops ein. Die zweite wäre jetzt für die Automation und das gucken wir uns jetzt gleich einmal an. Ja, dann schauen wir mal, wie ich dafür sorgen kann, dass SoundSplits auch meine eben selbst gebastelten Position Cues benutzt für in der Automation und wie er sie benutzt. Ich hole mal einen Song, den haben wir schon mal als Übungssong denn gehabt, lizenzfrei natürlich. Der hat schon hier im Moment einen geskripteten File, den will ich mal wegnehmen. Ich sage mal Delete Soundswitch Files, sodass vorhandene Skripte weg sind. So, und den möchte ich jetzt, diesen Song möchte ich automatisieren. Klicke ihn also hier an und sage mal Automation, Autoscript. So, und jetzt gehe ich hier in die Advanced Features, Autoscript Advanced. Und jetzt kann ich, wir waren da ja schon mal drin, dem Programm sagen, einmal mit welchem Preset er hier arbeiten soll, dynamisch oder smooth, also das dynamische hier. Und jetzt gebe ich hier mal ein, also die
Pulse Intensity, Bridge Intensity auch ein bisschen höher. Movement Speed, das soll auch ein bisschen mehr Bewegung hier rein. Das kann ich hier erstmal ja schon mal einstellen. Wie oft die Farbwechsel auch sein soll hier an der Stelle. Die, wenn ich Effekte habe über die Attribute Cues. Dann kann ich hier ja noch meine Farben einstellen. Das wisst ihr schon. Ich nehme jetzt mal hier extra mal ganz andere Farben. Auch für Secondary nehmen wir dann mal Blau. Da vielleicht Rotton hier an der Stelle. Jetzt sieht das so aus. So, und jetzt geht es um die eigentlichen Position Cues. Und jetzt kann ich sagen, im Intro-Bereich, mit welchen Position Cues soll er dann arbeiten und in welcher Reihenfolge? Ich sage mal, im Intro-Bereich, da soll er dann einmal nur DJ Boost und dann vielleicht einmal zur Tanzflächenmitte. Und Sie sehen, in der Reihenfolge, in der ich klicke, macht er das dann auch. 1, 2 und dann so ein All Cross 3. Und so weiter. Ich habe hier noch mehr und dann kann er nochmal wieder nach hinten links und einmal nach hinten rechts fahren. Hier unten hat er dann noch die Schaltfläche, in welcher Reihenfolge er das fahren soll. Jetzt würde er das so machen, 1, 2, 3, 4, 5 und danach wieder 1, 2, 3, 4, 5, bis er fertig ist, das Intro fertig ist. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich einmal drauf drücke mit dem Pfeil rückwärts, jetzt würde er machen 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn ich das so mache, dann macht er R für Randomize, dann macht er das in zufälliger Reihenfolge. Was ich hier noch anklicken kann, Change and Hold. Normalerweise bewegt er sich jetzt hier, er erreicht Position 1, weiß ja schon, wohin Position 2 geht und geht von da in einer flüssigen Bewegung gleich in Richtung Position 2, von da gleich in der Bewegung zu Position 3 und so weiter und so fort. Wenn ich Change and Hold hier anklicke, dann wird er zur Position gehen und hält die Position und geht dann kurz, wenn der nächste Punkt erreicht ist, schwenkt er sofort auf den rüber. Er hält dann also die Position, während er sonst in einem flüssigen Übergang dann ist. Das hängt davon ab, welche Art von Lightshow ihr denn haben wollt. Wir werden das später im Scripting-Video auch sehen, wie ich sowas von Hand quasi auch machen kann, indem ich immer die gleiche Position nochmal setze, so an der Stelle. Das könnte man aber auch hier einstellen. So, das wäre also fürs Intro. Jetzt kommt Main One und da sage ich jetzt mal, da soll er mal so nacheinander. Das wird jetzt keine besonders gut durchchoreografierte Lightshow, aber ich sage einfach mal, er soll sie alle mal hier benutzen. In der Reihenfolge, wie ich klicke, so würde er sie dann jetzt hier auch abspielen. Und dann sage ich mal hier rauf und runter. Und in Main 2, da hätte ich dann gerne nur Crossover, Up and Down, Down and Up und nochmal ein All Cross und dann zur Tanzfläche Mitte. Im Bridge-Bereich nur vielleicht mal hier Tanzfläche Mitte, so in der Reihenfolge. Und dann so ein All Cross, nur drei Stück. Und dann im Mittelbereich, wenn ich da überhaupt so einen habe, ich nehme einfach mal willkürlich hier was zusammen und im Outro-Bereich hier dann auch ein paar in der hier hochfahren. So sehe ich jetzt meine Lightshow dann an der Stelle aus. So würde er das jetzt also fahren. Ich sage jetzt mal Apply. Da sind einige, da habe ich noch nicht keine Reihenfolge gemacht, da sage ich dann, man soll er mal per Zufall dann machen. Für die Attribute Cues, da hatte ich ja nichts eingegeben, das soll er dann zufällig machen. Für die Position Cues hatte ich ja eingegeben und sage jetzt mal okay. Und jetzt baut er mir hier den Skript hier und so sieht das Ganze jetzt hier aus und ihr seht, hier hat er meine ganzen Position Cues benutzt. Und das gucken wir uns jetzt mal im Echtbetrieb gleich einmal an, wie das Ganze dann aussieht. Ich habe hier wieder jetzt gleich im Echtbetrieb die beiden Wash-Moving-Heads ausgeschaltet, weil das, wie gesagt, in der Kameraaufzeichnung immer so flackert, das ist ein bisschen störend. Aber es reicht ja für die anderen beiden Moving-Heads, das zu sehen, wie die Bewegung dann funktioniert. Ja, dann geht es jetzt mal los. Schöner wäre es natürlich noch, wenn ich jetzt ein bisschen Nebel dabei hätte, dann könnte man die Strahlenverläufe viel schöner sehen, aber ich habe keine Nebelmaschine hier bei mir im Arbeitszimmer stehen. Das müsst ihr euch einfach dann dazu denken oder ich müsste ein bisschen Staub hier machen. Staubwischen muss ich dann immer wieder. Also, es geht los mit unserer kleinen improvisierten Lightshow.
Ja, so sah das Ergebnis dann aus. Ihr habt nicht die Lichter immer komplett verfolgen können aufgrund der Enge der Räumlichkeiten, des Blickwinkels der Kamera. Aber glaubt ihr, die waren immer alle auf der Tanzfläche, kein Licht, das habt ihr an der Position der Moving Heads gesehen, kein Licht ging nach hinten oder in eine völlig andere Richtung weg. So wie ich es haben wollte, so sind die Lichter auch ausgerichtet gewesen. Und das kann man wunderbar und einfach mit Soundswitch erreichen. Einmal sich die Mühe machen, die Positions-Cues einzurichten und dann die benutzen bei der Automation und dann hat man schon eine ganz ansehnliche Lightshow. Und wenn das Ganze noch kombiniert ist mit den Attribute-Cues, ihr habt ja auch ein Gobo-Change dann gesehen, dann wird das dann noch besser. Da geht natürlich dann noch mehr, wenn man selber Hand anlegt und das ist Teil dessen, was wir uns im nächsten Video, wenn es um Scripting geht, um das Anpassen von Autoscripts oder um das völlig eigene Basteln von Lightshows, auch mit den ganzen Effekten dann, die da mit verbaut sind, dann nochmal ansehen. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen was genützt. In dem Sinne, practice and enjoy.